Recht im Sauerland. Ihr rechts das neue Stimmzentrum zum Stimmen trimmen. Sonnenbad, diese Seite Erlangens ist weithin unbekannt. Vergangenheit von einem Baumeister aus dem Sauerland, insbesondere Sonntag wird sie von Gläubigen Erlangen gern besucht. Das religiöse Leben Erlangens ist breit gefächert und sehr interessant. Das alte Rathaus und das neue Shoppingzentrum. Hier stehen Vergangenheit und Gegenwart dicht beieinander. Diese Seite Erlangens nimmt sich imposant aus und ist sehr interessant. Aber doch nicht hier, nee, Frau. In dieser Straße im 5. Bezirk Wiens ist Falco aufgewachsen. Hier verbrachte Johann Hölzel, wie er eigentlich heißt, seine Kindheit. Die Eltern lebten in bescheidenen Verhältnissen. Sie entdeckten und förderten aber schon früh Hänschens musikalische Begabung. Johann Hölzel bekam schon vor der Schulzeit Musikunterricht. 1963 trat er in diese katholische Privatschule ein. Das Abitur ließ er sausen, es zog ihn in die Welt der Popmusik. Er stellte bereits mit 16 eine Band zusammen. 6 Jahre später, nachdem er sich in der Wiener Popwelt ein wenig umgeschaut hatte, erschienen die ersten Platten mit ihm. Tradi Waberl war eine Formation, die mit Musik und Kabarett schocken wollte. Als Solokünstler Falco wurde er 1981 mit dem Titel Der Kommissar europaweit bekannt. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na ist es nix dabei, na wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt, im TV Funk, da läuft es nicht. Wir sind in Salzburg. Falco hat auch nach seinen ersten großen Erfolgen die österreichisch-wienerische Prägung geschickt vermarktet. Hier hat Wolfgang Amadeus Mozart einst gelebt. Pressekonferenz in Mozarts Wohnhaus. Falco genießt es, dass bei seinen Pressekonferenzen ein Rudel Fotografen ihn abblitzt. Das kostet mal extra, meine Herrschaft. Beflügelt durch den Erfolg des Spielfilms Amadeus schuf er seinen eigenen Hit. Gibt es eine Verbindung zwischen Mozart und Falco? Ja, beide Österreicher und beide Musiker, ne? Sonst eigentlich keine, obwohl ich für die sehr klassikinteressierten jungen Japaner ja aus einer direkten Linie mit Mozart stamme, aber das halte für ein Gerücht. Aber sonst keine direkte Verwandtschaft? Eigentlich nicht. Ich habe ihn erst begonnen, so richtig kennenzulernen, seitdem wir 3 Wochen lang Nummer 1 der amerikanischen Hitparade waren.